schwierige Mission machen. Haben wir doch irgendwo keinen Unplatzbar? Ja, nicht auf Schlitten. Ich will da nicht. Ja, Ja, auf ziemlich vielen Maps noch keinen Unplatzbar. So, ihr braucht ein wirklich gutes Gerät und eine gute Leitung, bitte, ja? Bitte. Auch in halber Welt, bis zum nächsten Mal. Gamertill99. Sie sagt, ich müssen Challenge ist easy. Ja, ist es auch. Man müsste es halt nur mal machen, ne? Let's go. Unplatzbar. Auf Abschluss. Kriegen wir hin, Leute. Kriegen wir hin. Hauen wir richtig rein jetzt. Schon mal ein guter Anfang. So, ich werde ihn hier hinsetzen. Suchschuriken. Der schwarze Song kostet ja ca. 2 Millionen. Wenn man die 2 Millionen jetzt aber in was anderes investiert, denkst du, man könnte das irgendwie investieren, dass man was Stärkeres hat, den Song-Tempel? Nee. Mit der Stärke kann keiner mithalten. Das ist viel zu mächtig. Du kannst wahrscheinlich alle Türme für 2 Millionen kaufen. Aber da hast du trotzdem irgendwann das Geld, dass du den Superaffen trotzdem kaufen könntest. Also, dass du den Tempel bauen solltest. Weil ich eigentlich ein bisschen Challenge, das transformierende Tonikum nutzen und den Bloons irgendwie eine Verstärkung entziehen. Achso, ja, Bricklayer, stimmt. Ich komme nicht rein, da muss man leider schnell genug sein, es tut mir leid. Abfluss und Platzbar. Dim, 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 dim. Ich würde tatsächlich erstmal die Alchemisten hier beide hinsetzen. Oder bauen wir Instant-Affen? Wir haben so viele Plantagen. Warum haben wir so viele Plantagen? Irgendwas muss hier richtig krass sein. 003 haben wir richtig oft. Lass uns noch mal ein paar 003er hinsetzen. Machen wir zwei 003er. Wäre mit einem Marktplatz richtig nice. Um genügend Geld zu bekommen. Mega nice. Weil wir brauchen die Insta-Affen. Ich kann immer die Gruppen. Ich kann es immer damit begründen, nicht, dass ich scheiße bin, sondern dass wir mehr Insta-Affen benutzen müssen. Ja, es tut mir leid, ich muss es für eine Tiefe machen. Ich würde es gerne anders machen, aber es geht leider nicht. Geht auch Samsung mit 500k-Leitung. 500k. Man sieht es im Gruppen eigentlich immer erst, wenn man wirklich spielt. Weil man kann es so einfach nicht sagen. Wir haben übrigens nur ein Leben, ne? Würde ich euch nur mal so sagen. Das heißt, sollten wir ein Leben verlieren, sind wir down. Deswegen werden wir schon mal einen Plutonium-Reaktor hinsetzen. Der ist unglaublich wichtig auf dieser Map. Willst du heute noch Schlittschuh auf Blackborder zocken? Ne, ich mach die Runden ohne euch. Die restlichen im Singleplayer. Wieso machst du nicht mit 2 bis 3 anderen? Alex, streng mal dein Gehirn an und sag mir, warum ich das nicht tue. Ja, der Schnapp hat es ja schon verraten, aber streng mal dein Gehirn an. Vielleicht mal ohne vorher nachzulesen. Moin, Oxl. Wir machen gerade unplatzbar auf Abfluss, weil wir nämlich noch diese 2 Achievements, ja, die 2 Achievements, richtig. Und zwar das transformierende Tonikum zu nutzen. Deswegen werden wir hier auch mal 2 Alchemisten hinsetzen, die die Moabs, sofern sie dann rauskommen sollten, gleich mal mit einer Flüssigkeit beflecken, um dem mehr Schaden zu verursachen. Moin Benno, kennst du mich noch und bist du Single? Tashin Fledi, nee, dein Name sagt mir nix. Und warum möchtest du das wissen? Bist du weiblich?
Bist du in meinem Alter? Welche Map als nächstes? Mal schauen. Wieso habe ich einen Tag nach Nikolaus Geburtstag? Ja, ist doof, ne? Kriegt man nicht so viele Geschenke. Aber der Nikolaus hat dir doch gestern was gebracht. Sei doch mal zufrieden. Ja, es ist manchmal schwierig. Die Insassen müssen in einer Runde platziert werden. Das bezweifle ich. Kann das einer bestätigen, Leute? Halte ich für unwahrscheinlich. Wenn du Scheiße laberst, Armin, wirst du gebannt. Okay, getimeoutet. Fangen wir mit dem Timeout. Taschengeier, damit es nicht so leckt, hast du nachgeplappert. Aber ja. Moin, Alexander. Bin Level 77, okay, ja, Logo. Was ist deiner Meinung nach eigentlich das beste Spiel EU-West, Singleplayer und Multiplayer? Keine Ahnung. Ich kenne ja nicht alle Spiele. Lass mal das hier machen, um die Fähigkeiten die ganze Zeit nutzen zu können. Immer dauerhaft durchspammen. Ist das so ein Platz mal? Yo. Bin eben mal weg. Bis später. Am besten, wenn du danach einen Geburtstag hast, hier hast du dein Geschenk für deinen Geburtstag und Weihnachten. Ja, das ist gemein, oder? Aber ich habe auch kurz nach Weihnachten Geburtstag. Das war als Kind, glaube ich, immer ziemlich nervig gewesen. Mittlerweile ist es mir ziemlich egal. Wie alt bist du und bin Mädchen? Ich bin 26. Aber da du alt mit D schreibst, kannst du keine 18 sein. Keine mindestens 18. Doof gelaufen. Tja, Pech für dich. Er hat auch eine Plantage. Nice. Plantage. Moin Alex, Dachchen Andreas. Ja, du hast ziemlich viel verpasst. Über 2 Stunden streamen wir schon. Also du hast wirklich eine ganze Menge verpasst. Du musst den Stream halt als einzelne Folge nochmal angucken. Braucht ein Mann auch immer ein bestimmtes Level, wenn ein Mann mit dir spielen will? Warum darf die Frau nicht mitspielen? Das ist jetzt auch ein bisschen unfair von dir, Natalie. Aber nein, du brauchst kein Level. Moin, Big Max. Erst 50, hallo? Ich habe mal eine Frage. Wie kannst du für WBT6 spielen? Verlierst du nicht langsam die Lust daran? Nö. Meistens ist es ja so, dass ich einmal alle 2-3 Wochen spiele. Deswegen ist es eine ganz entspannte Portionierung. Alles easy. Ein Freund von mir hat am 24.12. Geburtstag. Ja, es gibt ganz viele Menschen, die am 24.12. Geburtstag haben. Unglaublich, oder? Mein Lieblingsspiel ist Ori and the Blind Forest. Moin, spielt. Tja, Armin, du hast nichts mehr dazu geschrieben, ne? Und viele haben auch nicht geschrieben, ob man die Instaffen alle in einer Runde setzen muss. Das werden wir gleich mal nachlesen. Dann dürften wir nicht mehr als 28% haben, ne? Weil ich 2 gesetzt haben, müssen wir mindestens 30% haben. Dim, 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 dim. Lass mal doch eins hinsetzen. Und jetzt brauchen wir noch einen Mörser. Hast du einen Adventskalender? Nee. Tatsächlich nicht. In diesem Level verkacke ich die ganze Zeit. Hast du ein paar Tipps? Ich kann den Mörser empfehlen. Also hier auf jeden Fall die U-Boote. Das ist super wichtig. Die U-Boote am besten auf alle 4 Seiten mit Plutoniumreaktor. Um den Malenblunz killen zu können. Und dann kannst du gegen die Zeppeline kannst du auf jeden Fall auch den Kampfflugzeug nutzen. Das ist auch nicht verkehrt. Und wie gesagt, die normalen Blunts werden einfach durch die ganzen Plutonium-Reaktoren zerschreddert. Was ist da? Verwenden. Mehr transzendentes Tonikum verwenden. Und wir werden hier auf jeden Fall auch den allergrößten hinsetzen. Mit schnellerem Nachladen. Weil die Zielgenauigkeit ist ziemlich egal. Sobald wir den allergrößten haben, hat das eher so eine dicke, fette Range. Wäre es nicht besser, ich müsste auf stärksten zu stellen? Ist, glaube ich, ziemlich egal. Aber ich kann es machen. Ich glaube, die Tränke gehen automatisch sowieso auf die Zeppeline. Wenn welche da sind. Trifft der Pluton überhaupt durch die Wand? Ja. Das ist ja das Besondere daran. Der kann alle hier drin verletzen. Ihm ist es egal, ob dort eine Wand dazwischen ist.
Ori ist einfach nur Legende, allein schon von der Musik in Ori geht mir einer. Okay. Ja, aber es ist ein sehr gutes Spiel, Ori, auf jeden Fall. Teilchen Zombie. Als ich das erste Mal Ori gespielt habe, habe ich im Intro geweint. Ich war jung, okay. Ja, ist okay, das ist erlaubt. Weinen ist okay. Teilchen Elias. Die allergrößte ist ultra stark für Keramik zum Beispiel. Ja gut, für Keramik ist egal. Es geht ja um die Zeppelin, die man damit zerstören soll. Was ist bei der Bananenfarm am besten? Also ich persönlich finde die Bänke cool. 2-3 oder beziehungsweise 2-4. Um mehr Geld zu speichern. Es gibt aber auch viele, die sagen, 0-2-3 ist mega, mega gut. Du kriegst dann regelmäßig das Geld, ohne sammeln zu müssen, was ganz cool ist. Was sehr praktisch ist. Aber ich finde die Bank persönlich am besten. Dachte Metzler, mir geht's gut und dir? Dachte Noah. Ich finde Eevee Hollow Knight besser als Ori. Ne, das auf gar keinen Fall. Hollow Knight ist doch diese kleine Person, die da mit dem Schwert, ne? Ähnlich wie Shovel Knight. Ja, Hollow Knight ist schon cool, aber ist, glaube ich, auch nicht so ein Game für mich. Das habe ich mir über Holly LP gerne angeschaut auf Twitch. Ist, glaube ich, auch so ein. Es kann auch so ein Insta-Dev-Game sein wie Dark Souls. Der Effekt mit dem Werfen ist nur beim Meister-Alchemisten so. Ich glaube schon, dass sie auch die Boss beflecken würden. Aber ist egal. Wir haben es auf Stärkste gestellt. Vielleicht habt ihr recht. Wie ihn zerdrückt drückt. Machst du noch die fliegende Festung? Ich denke nicht, dass wir sie hier hinkriegen werden. Wir werden erstmal die allergrößte hinsetzen. Lohnt sich, auf den Mat zu sparen? Ja, auf jeden Fall ist er mega stark, ja. Also er macht schon wirklich viel Damage. Ich mag dich, weil du so viele Kommentare vorliest, ja gerne. Ich mag Ori auch gerne, aber es ist ziemlich schwer, meiner Meinung nach. Es ist okay. Es ist ein angenehmes Spielerlebnis, finde ich. Also ich fand es jetzt nicht zu schwer. Ich würde es jetzt nicht mit einem Dark Souls oder so vergleichen. Ich habe keinen Bock, die Dinger selber anzuklicken. Du mal ja ein kleiner Techbot. Wo bist du? Aktiviert ihn automatisch, ja, oder? Gucken wir mal. Aber am meisten Geld bringt immer noch die obere Skillung. Ich finde, die Banken bringen am meisten Geld, weil sie Geld generieren, etwas, was eigentlich gar nicht da wäre. Was habt ihr heute bekommen? Ich habe gar nichts bekommen. Ich habe bis heute tatsächlich noch gar nichts gegessen. Das ist sehr interessant. Das ist 13:23 Uhr. Nicht schlecht. Ich muss auch ein bisschen abnehmen. Ist nicht verkehrt. Ich habe tatsächlich schon 1 bis 2 Kilo abgenommen. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Tage lang kaum was gegessen. Mega gut gewesen. Regelmäßig trinken ist wichtig. Klar, es ist hart, nicht zu essen. Aber ich bin fett. Fett, fett, fett. Mit meinen jetzt 86 Kilo. Bin eine fette Sau. Natürlich nicht. Aber es kann nicht trotzdem nicht verkehrt sein, ein bisschen abzunehmen. Gerade wenn man Weihnachten, wenn man bedenkt, dass Weihnachten vor der Tür steht und man eh wieder frisst wie ohne Ende. Das ist nicht Chimps, nee. L10-10. Aber das ist ja Schnapp schon mal Antwort. Schnapp ist einfach so ein guter Moderator. Hi, Frank ist Gott. Der Matt macht zwar starken Moabschaden, aber er schafft kaum 20 Keramik. Ja, genau, aber das Schwierige sind ja auch tatsächlich die Zeppeline. Die Keramik sind ja ganz easy zu killen. Durch gefühlt jeden. Weißt du, du kannst auch einen Blumenverdünner hinsetzen und die Dinger werden einfach geschmolzen. Oder Gatling Gun, Ray of Doom. Aber Zeppeline zu killen, das ist das Problem meistens. Ich mag die Banken nicht so, ich liebe die Banken eigentlich. Mich nervt nur, dass man das Geld selbst rausholen muss. Das stört mich. Ich hänge in Orient und Blindforce beim Wasserbaum. Das ist, diese Quicktime-Events sind natürlich böse. Das muss man, ja okay, da gebe ich dir recht. Die Quicktime-Events, da kannst du dich wirklich nicht vorbeischleichen. Das stimmt, das ist wirklich manchmal für einige ein Game-Ender. Weil du musst durchkommen, du kannst es nicht verbessern, du kannst es nicht vereinfachen. Das stimmt, ja, okay, da gebe ich dir recht. Das ist wirklich nicht ganz einfach. Aber die Musik ist einfach so köstlich, dass man sich einfach denkt, okay, egal, ich krieg's hin. Ich habe keinen Insta-richtiger Tavis. Da musst du zu KFC. Lass mal. Ich bin 15 und wiege 90 Kilo, aber sehe dünn aus. Das halte ich für unwahrscheinlich. Außer du bist 1,90 groß. Ich
bin 11 und wiege 45 Kilo. Ja, ich glaube, das ist okay. Hast du den YouTube-Profilbild selbst gezeichnet? Nee. Geh mal auf meinen Kanal. Unter Kanalinfos steht unten die Avatarzeichnerin. Streamens ist der Bostebot. Oh, das ist der Schnapp aber traurig. Das ist wirklich traurig, das ist der Schnapp. Wie kann man Mitglied machen? Muss man ein bestimmtes Abo-Ziel haben, oder? Du musst Geld bezahlen. Dann kannst du Mitglied werden. Geh auf meinen Kanal. Und dann findest du hier den Button Mitglied werden. Unter jedem Video oder halt auf meinem Kanal hier oben rechts irgendwo. Was spielst du da? Ich spiele nur Platz mal. Warte, so Musik muss dir recht geben, ja, ich weiß. Die Musik ist einfach edel in Ori. Kommen wir uns mal angucken. Gehen wir auf den Kanal von Dark Hunter. Suchen wir nach Ori and the Blind Forest. Schön, dass ich nach meinem Kanal suche und er einfach in ganz YouTube sucht. Holy moly. What? Du sollst doch nur hier suchen. What the fuck? Du sollst mir doch nicht die anderen. What the fuck? Das ist doch nicht YouTube-Suche. Ah. Bin ich das auf Anhieb? Bestimmt, oder? Sticht's mir ins Auge irgendwo? Da ist es. Ah, wie es mir einfach ins Auge gestochen hat, das Ding. Da ist es. Ah, das ist so zu traumhaft, Leute. Zu traumhaft. Und ich lasse Werbung weg hier. Machen wir Bloons weg. Eine weitere Folge von Ori and the Blind Forest. Wir haben hier wieder einen Gegner. Da ist er. Musik. Die Musik! Mir ist sowas von scheißegal, weil die mich nämlich gerade gleich. Ah, ein Traum, dieses Spiel! Ich bin sowas von tot. Ja. Ein Traum ist dieses Spiel einfach nur. Mann, 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 Mann. Ich liebe diese Musik, die hörst du immer wieder. Immer wieder. Okay, das ist eigentlich ja krass. Willst okay, du das gar nicht? Ich da unten den einen Weg, der nicht geklärt hatte. Eigentlich willst du gar nicht, eigentlich willst du gar nicht durch, weil diese Musik einfach viel zu schön ist. Und irgendwann kannst du es einfach alles auswendig, das ganze Ding. Oh, ich bin tot. Die Musik, traumhaft, oder? Ich bin tot. Ah, diese Musik. Ich kann euch empfehlen, guckt euch bitte dieses Let's Play an. Kennst du Dead Cells? Ja, habe ich schon angespielt. Ausrufezeichen angespielt. Ori and the Blind Forest. Ich kann euch es nur empfehlen, guckt euch dieses Let's Play an. Das ist einfach viel zu schön. Die Musik ist einfach exzellent. Euch eine Playlist Ding hier einfach. Guckt euch dieses Let's Play an. Es ist einfach viel zu schön. So, wir sind auch fast durch, oder? Us. Schmeißt er eigentlich auch Tränke, wenn er transformiert ist? Bestimmt, oder? Ansonsten schmeißen wir hier nochmal einen hin. Wieso hast du keine Facecam? Bin ich kein Freund von. Auf dem Handy kann man nicht auf den Link in der Videobeschreibung klicken. Dann einfach markieren, kopieren, im Browser öffnen. Spiel mal LOL, bitte, habe ich schon gemacht, Alex. Und wenn du aus den Projekte klickst, müsstest du auf seine. Ne, warte, das ist angespielt. Wo ist es denn? Doch, im Hintergrund, hier ist noch einer. Kommst auf so eine Liste und dann einfach mal zu League of Legends runter, das Grund zu L. Und dann findest du ganz viel League of Legends. 1 gegen 1, Match-Turnier, Troll-Turnier, Turnier, 5 vs 5 Cast, A Random All Bot, Aram, Catch the Teemo, Dodgeball, Dominion, Doombots, Normal, Normal mit Abos, One for All,
Season Rank, Team Ranked, Ranked Season 3, Sergio Timo, Showdown, Solo Queue, Special Clips, Team Ring S3, Toy Games, Ultra Rapid Fire, zweites 1 vs. 1 Turnier. Easy going. Es leckt nun ein wenig. Ja, das hab ich auch schon gemerkt. Also, wir sind jetzt bei 20 Minuten und wir haben 67 Zonen geschafft. Das ist wirklich wenig. Das ist wirklich schlecht, muss man sagen. Also mein Mate, man merkt, dass mein Mate laggt. Ersetzung von Spelunky 2. Ich habe nicht mal das erste gespielt. Ich hab's, mir gefällt Roguelike nicht so. Dass du ein Match oder ein Spiel machst oder einen Durchlauf machst und am Ende dann im Prinzip alles verlierst und nichts wiederbekommst oder nichts dafür bekommst. Warum sind manche Mobs Raketen und die anderen normal? Weil wir im Koop sind. Und die Koop-Skins teilen sich jetzt Hälfte-Hälfte bei 50, bei zwei Spielern. Es wäre ganz cool, wenn deine Zeppeline mal nicht den, deine hässlichen Helis mal nicht auf Moab-Schub gehen würden. Weil die sind einfach nutzlos. Weil die verschwenden einfach nur Zeit. Ich will bitte Rocket League, wenn du es mir schenkst vielleicht. Ich glaube nicht, dass der Tränke schmeißt. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich einfach noch welche hingesetzt. Ist okay. Ducky leckt die ganze Zeit. Nee, unwahrscheinlich. Ich lecke nicht. Das wird eine sehr, sehr nervige Runde werden. Das weiß ich jetzt schon. Flexen mit den Projekten, ja, ist so. Kann ich ja. Ich darf das, ja. Ich habe super viel gespielt. Ich kann euch übrigens auch die Let's Plays zu Legend of Grimrock 1 und 2 empfehlen. Also wer auf Dungeon Crawler steht, hat hier richtig viel Spaß dabei. Legend of Grimrock ist ein exzellentes Dungeon Crawler Game. Leider gibt es keinen dritten Part, das ist ärgerlich. Aber Legend of Grimrock ist so ein cooles Spiel, ohne Witz, richtig gut gemacht. Hätte ich mir noch die Mühe gemacht, einzelne separate Thumbnails pro Folge zu machen, super nice. Habe ich richtig auf Clickbait gesetzt damals. Echt cooler Dude. Rocket League ist kostenlos geworden. Ach echt? Das sagt aber auch einiges aus, oder? Warum machst du noch nicht die 100k? Ich wusste es dir gönnen. Nur 100k, das ist aber wenig, KCB. Aber danke dir. Wie lange ich dich nicht mehr verfolgt habe. Ja, schade, oder? Mobschub ist in bestimmten Situationen nicht schlecht, aber hier ist es nutzlos. Weil wir wollen ja, dass sie in die Mitte kommen, weil ich habe hier einen 5-2er Mörser gestehen. Ach genau, einer wollte wissen, wie ich meinen Pionier genannt habe. Gar nicht. Bisher ist er noch umbenannt. Ich weiß nicht, ob das gestern oder heute war. Was habe ich verpasst? 2 Stunden und 16 Minuten? Was meint ihr mit Tränkewerfen? Den Schadenstrank oder den Boosttrank? Also an sich wirft er beide nicht, wenn er transformiert. Den Schadenstrank, weil ich brauche den Schadenstrank ja, um das Achievement zu machen. Rocket League ist jetzt im Epic Store, deshalb gratis. Achso, Epic benutze ich eh nicht. Epic finde ich kacke. Ich habe Steam und das reicht. Warum hast du nicht die 100 Mio? Würdest du dir gönnen? Danke dir, Bill. So muss es sein. Bin ich immer noch gestummt? Nein, bist du nicht. Du hast trotzdem immer in der Frage noch nicht beantwortet. Achso, es verschnappt, timeoutet die ganze Zeit, weil du scheinbar immer das gleiche fragst. Wie wär's, wenn du einfach aufhörst damit? Du dürftest auch eigentlich im Chat eine Nachricht sehen, wenn du nicht schreiben kannst. Was hältst du von Schlacht und Mittelerde? Das habe ich, glaube ich, damals mal gespielt. Das war Herr der Ringe, ne? Ich glaube, das habe ich damals mal gespielt. Ich glaube, ich habe es auch nie als schlecht empfunden. aber ich bin tatsächlich kein dieser Fan mehr. Aber ich habe es gerne gespielt damals. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wieso. Aber ich glaube, ich habe es damals gerne gespielt. Müsste ich mir mal angucken. Schlacht. Wir machen mal eine To-Do-Liste und eine zweite To-Do-Liste. Schlacht um Mittelerde. Ich will mir Let's Play davon mal angucken. Ich glaube, es war gar nicht so uninteressant, das Spiel. Wie geht's denn, Kinder? Falls du noch nie passt, irgendwie geht's hoffentlich gut, Deno. Aktuell passe ich auf noch ein Brüderpärchen auf. Oh Gott, ey. Auf ein Geschwister. Ich passe auf Geschwister auf. Und sagt dir wieder: Brüderpärchen, hört sich den dort nicht toll an, nicht toll an. Aber denen geht's gut, soweit ich weiß. Ja, beide gehen in die Kita, beide sind verschnupft, man kennt's, ne? Verschnupft, bisschen kränklich. Typisch Kinder. Typisch Kita-Kinder. Nur 100 Mio, ich würde dir 10 Milliarden gönnen. Danke, Taschen Finn. Hast du auch schon Min-Hero gezockt? Kenne ich nicht. Ansonsten mal bei Ausrufezeichen angespielt, einfach vorschlagen.
dann schauen wir uns mal an. Es kamen keine weiteren Vorschläge, nur die beiden hier. Achso, ich könnte natürlich auch noch ein... um meinen Links zu boosten. Meinen Alchemisten zu boosten. Meinen Mörser meine ich natürlich. Noch ein Affendörfchen hier hin. Oder auch nicht. Dann geht's hier hin. Grüß Gott, Tagchen Leonard. Der einzige Grund, dass ich einen Epic-Account habe, ist, weil ich Hitman 3 vorbestellt habe und ich nicht ein Jahr auf den Steam-Release warten will. Also es ist Hitman. Epic Games ist schon cool, dass es viele Gratis-Games gibt. Aber ich brauch's halt ehrlich gesagt nicht, weil es mir ziemlich egal ist. Wenn ich ein Spiel wirklich haben will, kaufe ich es mir so wie Swords and Swords Never Seen. Das habe ich mir einfach sofort gekauft. Wollte ich einfach haben. Boah, wie das leckt, Alter, oder? Das leckt richtig krass. Ich hab das doch geupgradet, oder nicht? Oh mein Gott, Alter. Der Typ leckt sowas von heftig. Der Mobskin ist schön, welcher? Kannst du ihn erläutern, wie der aussah? Kannst du mal BT6 anspielen? Kannst du mal Ark Survive the Wolf? Handspiel habe ich auch schon gemacht, Ausrufezeichen angespielt. Ark habe ich auch schon angespielt. Ich habe einfach die meisten Games schon angespielt, die ihr vorschlagt. Sag mal Tomate. Ah ja, Finn. Ich äff dich, deine Mutter stinkt nach dich und ein Permaband. Tschüss. Wieso hast du nicht den gleichen, den neuen Gletscher-Moab? Weiß ich noch gar nicht. Muss ich mir mal kaufen, stimmt. Der spielt wahrscheinlich Mobile. Ja, ist mir egal. Ich habe euch gesagt, ihr müsst eine gute Leitung haben. Es sind noch 22 Runden, Leute. Das kann doch nicht 40 Minuten dauern. Wir spielen seit 27 Minuten diese Runde. Als Vergleich nehme ich immer, ich brauche alleine für Chimps 20 Minuten. Für 100 Runden 20 Minuten. Ich will im Korb keinen Nachteil erleiden. Wo soll ich angespielt eintippen? Einfach in den Chat. Evo Noel. Oder einfach angespielt. Und du kriegst dann vom Stream Element Spot eine Nachricht. Im Chat musst du einfach mal lesen. Was heißt Permaban? Ein permanenter Bann. Das heißt, er kann nie wieder schreiben. Dark liest, sag mal Tomate, aber sagt es nicht. Abgehoben. Ich habe doch Tomate gesagt vorhin. Und er ist raus. Juhu! Er ist EDC'd, scheinbar. Ah, seht ihr, wie flüssig das jetzt auf einmal geht? Es ist zwar immer noch Koop, es ist immer noch etwas langsamer, aber trotzdem schnell genug. Oh, herrlich. Seht ihr das, wie lecker flüssig das ist? Lecker Schmecker. Hat der ernsthaft keinen Affenbauern hier, Alter? Easy. Ah, lecker, lecker. So, schauen wir noch mal, was er für eine Türme hat, alle so. Sein Helikopter. Er hat noch einen Mörser. Nehmen wir auch noch mal mit. Okay, was sollen wir bauen, Leute? Erzählt. Was soll ich bauen? Wir haben so viele Geldmaschinen. Ich habe deine Frage beantwortet, aber du hast nicht darauf reagiert. Das tut mir leid. Was hast du denn geschrieben? Lesen wir doch gleich mal nach. Bin ich immer noch gestummt. Oh, was ist die Nachricht davor gewesen? Zerschnapp, okay. Glaube ich. Ich bin gebannt. So. Seit 13.16 Uhr hast du nicht erklärt, was du meinst. Wir können, ja, wir können ein Pionier bauen mit dem Upgrade, wobei das ist zu teuer, ne? Das kostet 144.000, Alter. Überhaupt nicht teuer oder so.
Mein Internet ist gecrashed. Ach, das ist ja wirklich schade. Mensch, da wollte ich doch gerade mit dir Koop spielen. Ach, ärgerlich. Ray of Doom. Wollen wir Ray of Doom bauen, ja? 132.000? Na dann, sparen wir darauf. Oder ein Mad. Aber die Frage ist, wie soll ich den Mad bauen? Der schießt da wahrscheinlich immer 100% gegen die Wände. Das ist ein Problem. Ja, lass den mal verbessern. 132.000 kostet der. Müssen wir ein bisschen warten. Seht ihr, wie flüssig das geht? Mwah, köstlich. Oh, lecker. Okay, falls du es jetzt siehst, das ist ein Meme, wo man dann eine Nackenschelle bekommt. Und warum machst du das 1000 Mal in den Chat posten? Das ist doch Spam. Aber danke, dass du mich aufgeklärt hast. Du bist richtig Cooper, BT6, richtig nice. Danke dir, Handy-Gamerin. Gib Minigun an der Mitte. Holen wir es aus. Nee, zu dick. Zu hohe Hitbox. Der geht nicht. Ding, 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 ding. Muss jetzt gehen. Hau rein, Leon. Moab-Beherrschung. Ich muss gerade überlegen, was Moab-Beherrschung war. Das war, glaube ich, der Sniper, ne? Ne, das war Moab-Lähmung gewesen. Kanone? Moab-Eliminator. Okay, was ist... Was ist die Moab-Beherrschung? Ich hab's vergessen. Peinlich. Peinlich, peinlich. Wir haben etwas wenig gegen die Zeppeline, gegen den DDT. Okay. Das ist wirklich schlecht. Wollte ich das für den Ray of Doom? Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr hin, oder? Naja, ich werde den Apache Prime machen, passt schon. Mir zu unsicher. Aber cool, dass die alle auf jeden Fall befleckt sind mit dem Trank. Mega nice. Ray of Doom wird leider nichts, Leute. Sonst ist es schwer zu gewinnen. Humor ist mal. Ah, okay, ja, ja, gut. Ja, könnte man theoretisch machen, das stimmt. Lass das doch machen. Wir machen es hier hin, weil hier haben wir nämlich auch das Affendorf, oder? Schwierig. Ding, 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 ding. Ah. 72.000, kriegen wir das noch hin? Mal schauen. Noch mal ein Dingensen, um meinen Primäraffen zu buffen. Ding, 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 ding. Wir schauen das schon mal. 370.000. Naja, das ist jetzt nicht so dolle. Wir müssen auf jeden Fall die Zeppelin da kriegen. Das ist ein Problem. Da haben wir auch kein Damage gemacht bisher. Unterer, war. Nein! Ah, das falsche geskillt. Ah, jetzt die 6. Jetzt die 6. Njau, 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 njau. Gott, ich sehe nicht mehr durch, Alter. Zu viele Zeppeline. Zu viele Zeppeline. Oh, das ist ein cooler Skill auf jeden Fall. Aber den Mad kriegen wir noch hin. Auf jeden Fall. Warum der stunt die alles? Voll nice. Hi, Anneke. Ich musste mich kurz mal auf das Game konzentrieren. Entschuldigung.
Hau rein, Eisi, viel Spaß bei Stranger Things. Gute Serie übrigens. Moin, Niklas. Ja, so lange auch wieder nicht, ne? Nicht übertreiben. Ganz an den Plantagenverkauf, mach ich auch. Ich brauche noch ein bisschen Geld. 78.000, wobei jetzt kriegen wir es hin, oder? 15.000 sind's. Aber die Plantagen bringen mir halt kein Geld, weil die nicht upgradet sind, ne? Fehlt noch ein bisschen was. So, da ist er. Der Matt. Dum, 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 dum. Der zerstört einfach mal alles. Alle Zeppeline werden gekillt. Und zack. Bam, 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 bam. Aber der Matt ist schon wirklich richtig böse, muss man sagen. Das ist so... Das ist total bescheuert, ist das. Guckt euch den Damage an, den er macht. Guckt euch den Damage an. 700 pro Rakete. Das ist viel zu viel. Jetzt noch den Skill dazu. Das ist so unglaublich stark. Der Matt ist einfach lächerlich. Für eine normale Runde ist der Matt einfach overpowered. Oh mein Gott, ey. Wir haben leider nur eins gekillt. Ja, wer war das? Wer hat gesagt, ich wollte ihm eine Permanban geben, ne? Wer diesen Scheiß gelabert hat, von wegen, ich muss die alles in einer Runde bauen. Warum hat es eigentlich so lange darum auch, bis mal wieder ein richtiger Turm ins Game kam? Ich weiß nicht warum. Frag Ninja Kiwi. Easy going. Das fehlt noch. Easy. Das kriegen wir auch noch easy hin. Das wird man auch bald mal fixen. Das wird ewig dauern. Das dauert eine Weile, das dauert auch eine Weile. Das kriegen wir easy hin. Das wird man auch easy hinkriegen. Und das passiert auch immer, du bist automatisch. Das ist Josh's Konstant und das ist das neue geheime Achievement, wovon ich noch keine Ahnung habe. I don't know. So, wir haben auf jeden Fall ein schönes Medaillchen bekommen. Für unplatzbar. Na? Schön, schön, schön. Viele, viele Missionen gemacht, Leute. Ja, gut, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine Pause. Es sind 2,5 Stunden her, seitdem der Stream begonnen hat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Rest und ich hoffe, ihr habt einen schönen Start in die Woche. Ich wünsche es euch auf jeden Fall. Ansonsten gerne auf meinen Discord-Server kommen. Können wir hin und wieder mal miteinander schreiben. Und hin und wieder suche ich auch ein paar Leute zum Koop spielen. Und dann machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Schönen Sonntag wünsche ich euch noch. Haut rein, Leute. Bis dahin. Ciao, ciao.